So, liebe Leute, weiter geht's heute mit FIFA und wir machen heute weiter mit dem nächsten Spiel. Spieltagmaterial steht heute an. Das ist das Duell gegen Mainz 05. Nach den Siegen gegen Hamburg und in Hoffenheim wollen wir natürlich heute mit dem Sieg hier weitermachen. Oder mit einem weiteren Sieg hier weitermachen. So. Gut, geht gleich los ins Match. Wie gesagt, Spieltag Nummer 3, Mainz 05 ist der nächste Gegner, Platz 16. Wir wollen den dritten Sieg in Folge, wollen natürlich Borussia Dortmund auf den Fersen bleiben, soweit es irgendwie möglich ist, aber so, okay, gehen wir rein ins Match. Natürlich wird er heute einer der interessantesten Spieler sein. Denn der darf hier trotz aller Wechselgerüchte von Beginn an ran. Ja, wir müssen ihn haben. Aber wie gesagt, mal gucken. EA Sports. Willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich begrüße Sie zu dieser Partie bei bestem Fußballwetter. Ich bin Wolf Fuß. Ich darf diese Partie mit dem Kollegen Frank Buschmann kommentieren. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Schalke 04 gegen Mainz 05. Wir sind also in der Liga zu Gast, eine sehr reizvolle Partie, zwei interessante Mannschaften, vor allem in dieser Saisonphase, da ist das sowas wie ein Highlight, die Stimmung ist riesig. Schauen wir nochmal kurz auf die zwei Spieler, die heute den Unterschied ausmachen könnten. Beides absolute Topspieler, auf die wird es ankommen. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Schalke 04. Sie spielen es heute im 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen sie nachrücken. So geht der FSV Mainz 05 in dieses Spiel. Und dann gucken wir uns noch kurz die Gegenseite an, Buschi. Auch hier sehen wir eine sehr offensive Ausrichtung, auch wenn da 4-5-1 steht. So, geht gleich los. So, Freund geht ins Match. Anschluss erfolgt. Das wollte ich schon sagen. Die erste Hälfte. Schalke 04 mit dem Anstoß. Klasse Vorstoß. Richter, mal über die Seite. Ja, schade. Erste Situation im Schalker, wollen es natürlich wissen. Oh, ganz schlechter Schritt von Pereira. Mit einer guter. Oh, Manuel Neuer. Baku. Del Rosso. Aber die Mainzer stellen sich hinten dicht. Nee, letztes noch gab es hier in Mainz, gegen Mainz ein 3-3 und ein 2-1, also nur so nebenbei. Mainz, 2-3 Ballbesitz, aber er muss aufpassen. Schöner Ball nach außen. Ja, jetzt muss er aufpassen. Oder kommt es hin? Abschluss geben jetzt. Schönes Ding. Richter. Wieder gegen Aaron. Und wieder ein Fuß dazwischen, der Mainzer. Ja,
Puch. Marco Guma und der nächste Ecke für die Mainzer. Die machen nämlich auch Druck. Ecke kommt. Übergeht auf Nummer sicher. Oh ja. Faustet diese Ecke erstmal weg. Macht er das Tor. Und dann Tor für die Hirze. Der erste Treffer in diesem Spiel. Adeyemi schockt die Gelsenkirchner, schockt den Meister. Richtig Fahrt aufnehmen. So langsam wird's gefährlich. Aaron wieder gegen Richter. Yes. Der Keeper. Wie gesagt, schon im letzten Jahr haben die Schalker gegen die Mainzer nicht gewinnen können. Meines Wissens war das bei beide Spiele auf Union entschieden. Oh, die nächste Riesenchance der Mainzer. Akrobatisch, aber gefährlich, richtig gefährlich. Ach, guck mal, der ist endlich wieder dabei. Oh, schöner Ball auf Paulinho. Paulinho! Schöner Ball da vorne. Das sieht gut aus. Und die Mainzer haben sogar die dicke Chance, nach guten Halbzeit auf 2-0 zu stellen. Muss der Treffer sein, weiß er selbst, dann war schwach. Lucas Alario. Das ist ein vielversprechender Pass. Ah, das könnte es sein. Der muss da drin sein. Und jetzt? Der Ball. Und irgendwann ist er dann nicht mehr aufzuhalten und bleibt auch vor dem Tor ganz ruhig. Ja, endlich Eine mal. Ja, endlich Szene. Mal. Er ist einfach gedankenschneller als alle anderen. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1-1. Ja, und es gibt Einwurf. Den nächsten Trick hinterher. Ja, vielleicht, wenn wir im Einsatz jetzt in die Pause gehen und in der zweiten Halbzeit nochmal neu sortieren und vielleicht auch nochmal drauf. Schau zur Flanke jetzt. Noch was versuchen, aber. Ganz wichtig, da muss er hin. Arnold, das ist kein Abseits. Ganz energisch. Marlon. Chance zur Führung. Tor! So, die Führung. Ja, Schalke dreht immer noch die Partie zurück. Knappe Führung
So, Pause. 2:1 und damit ist für die zweite Hälfte im Grunde alles offen. Er macht heute bislang eine gute Partie, finde ich. Wie siehst du es? Er hat sein Tor ja schon gemacht, aber das aktuelle Resultat kann ich nicht fassen. Die liegen hinten und mal gucken, ob er noch auftritt. So, wie auch immer, Hauptsache wir führen. Mit zwei Toren gleich von der Brücke. Bereit, die zweiten 45 Minuten stehen an. Upsi. Das war keine Absicht, naja, das ist jetzt gelb. Das ist also. Ah, Latza, der Ex-Mainzer, mit gelb. Schade. Mainz geht aber drauf und setzt nach. Jetzt haben wir ihn. Versuchen sie zumindest. Del Rosso, der mit Tempo jetzt gegen Michel Gabriel geht, der kann sich nicht anders wehren als ein Foul ziehen. Er kann es machen. Und der Keeper verhindert hier die Schalker 3-1. Aber es ist genau in jedem Spiel so gewesen. 0-1 Rückstand und dann drehen die Schalker auf. Jetzt drehen sie es. Wenn sie hier wieder 3-1 gewinnen, dann sind alle drei Spielpartien genauso in der. Man United hat seit geraumer Zeit an diesem Wechsel gearbeitet und nun wurde Vollzug gemeldet. Der Transfer ist in trockenen Tüchern. Also mit ihm verstärken sie sich in jedem Fall. Das ist ein richtig guter Transfer. Ja, das ist Pressing. Gibt hier Vorteil für Schalke. Latza. Ja, der Rose. Macht er nicht, leider. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Die Gäste werden wechseln. So, gut gelöst da. Oh, gut gemacht. Arnold. Jetzt der Ball auf Alario, der aber nur auf Außen steht. Da ist niemand. Del Rosso geht hinterher. Kommt aber nicht durch. Jetzt können sie vielleicht kontern. Oh, Abseits. Nein, nein. Kein Abseits, sagt der Schiedsrichter. Akpoguma verschätzt sich da. Und Mainz dreht auf. Abseitsfälle hat nicht funktioniert. Ganz einfach. Also, es wird mal anders ergeben, dass die Schalker 3-1 geben. Man schlägt, also Mainz schlägt zurück. Mit viel Auge holt sich da den Ball. Klasse. Schönes Tor. Der Pereira. Der Torschütze wird wegen dem Foul vorher. Schalke will den Spiel. Ach, Mann. Nochmal alles. Ja, ich werde es wechseln müssen. Das macht jetzt in meinen Augen keinen Sinn, da irgendwie noch was zu richten, dass Alario da vorne nicht reinkommt im Moment am Spiel. Deswegen werde ich es so richten. Und in Kürze steht die nächste Bundesliga-Partie an für den FC Schalke 04. Ja. Dann geht es zu Hause gegen erneut an einem Spiel gegen den VfB. Del Rosso. Jetzt ist Platz für den Konter. Diesmal nicht den Pass ins Auge. Die Abwehr sucht doch mal hier auf. Da ist die Flanke ins Zentrum. Er hat den Ball, aber schwierige Situation. Ja! Sie machen das Tor. Im zweiten Versuch macht das dann. Danke von Del Rosso. Und erstes Mal eine super Annahme und dann direkt Volley und den haut er dann nochmal drum. Konjunktiv. Dann wäre die Situation erst gar nicht entstanden, aber so passiert es dann doch.
So, auf jeden Fall, wie gesagt, die Schalke haben das Spiel mal eben gedreht. Halt voll. So, das Spiel geht jetzt in die entscheidende Phase. Passiert hier noch was, Buschi? Auf jeden Fall. Gossens! Gossens! Mit der Trinitz ist hier alles gelaufen, aber wir sehen es ja, kein Tor. Riesenschuss! Kein Torwolf! Unfassbar! Jetzt kommt hier der Wechsel. So, der aktuelle Spielstand lautet hier 3:2. Jetzt die Frage, mit wem bekommen Sie es als nächstes zu tun? Mit dem VfB jetzt der Hause. Kommende Gegner der Schalke heißt VfB Stuttgart. Da müssen Sie sich dann nochmal steigern. Latzer. Ah, den hat er gut gesehen, den Costa. Elfmeter. Ja, es gibt Elfmeter. Sergio Lopez mit dem blöden Foul. Keine Frage, das ist ein Elfmeter. Aber der Schiedsrichter zeigt ihm keine Karte. Strafstoß natürlich die richtige Entscheidung. Aber naja, keine Karte zu zeigen. Also da liegt er daneben. Richter macht es 4-2, Schalke Sieg zum dritten Mal in der Saison. Mainz hat es wirklich stark gemacht, die haben echt gut gespielt, muss man sagen. Führung, Schalke dreht es auf, Mainz spielt auf Ausgleich, Schalke steckt dann am Ende nochmal zweimal zu. Die Schalario und dem Richter mit dem Elfmeter jetzt in der 9.28. So, Aufgabe Mainz 05 ist gelöst. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Wir hören den Schlusspfiff. Der Sieg geht heute also an die Gastgeber. Am Ende wird es also ein knapper Sieg. Sie haben eine gute Leistung gezeigt, spielerisch wirklich überzeugend und auch die Nerven stimmen. So. Also Mainz muss sich nicht verstecken. Die haben echt gut gespielt. Da haben einfach nur die Tore zum blöden Zeitpunkt kassiert. Eine wirklich gute Leistung. Das war ein hartes Stück Arbeit, muss ich so einfach sagen. Meins war echt gut. Die haben unsere letzte Saison schon für Unentschieden gerungen. Und jetzt wollen wir es natürlich, haben wir es davor, glaube ich, die Saison auch schon ein bisschen geärgert. Ich glaube, das ist so meine Angst. Jetzt bin ich froh, dass ich zumindest dieses Spiel gewinnen konnte. Aber leider hier dieser Haken von Paulinho. So, gehen wir kurz in die Interviews. Unverdient war es nicht, muss man einfach mal so sagen. Es war nicht unverdient. Vielen Dank, dass Sie kurz nach Spielende zu einem Kommentar bereit sind. Achso, geil, stimmt. Muss man so sagen, obwohl auch wir die Chancen hatten, aber man muss einfach sagen, dass wir genau in dem Richtung die Punkte gemacht haben. Vielen Dank für diese Statements. Jo. So, und dann haben wir noch die Transferfenster, die Deadline. Manchester City möchte die Rosen kaufen. Wir gehen mal auf Verhandlung, weil ich vermute, dass ich auf 70 Millionen gehen werde und dann muss ich ihn abgeben. Weil das ist halt, ja, es ist viel Geld. Aber das müssen wir halt gucken, dass wir da nochmal einen auf die Außenbahn kriegen.
Und uns sitzt niemand anders als der gute Pep Guardiola vor uns. So, 70 Millionen, komm. Emil. Weil Juve auch bei 86 schon war. Deswegen werde ich nochmal hochgehen mit der Angebot, die man geholt. Neue Transfersumme vorschlagen. Gut aussehen. Hartes Ding, aber 70 Millionen muss ich tatsächlich leider einlinken. So, Akkugummi möchte ich eigentlich gar nicht abgeben. Neapel möchte nicht. Die Frage ist, wen kriegen wir? Mindestverkauf für Summe 10 Millionen. Und ist nach City gegangen. Und der nächste wird jetzt gehen. Das heißt, ich werde jetzt gucken, dass ich mir für das Geld nochmal einen neuen Außenspieler kaufen muss. Wobei, ich brauche keinen. Ich habe ja mit Gosens noch einen. Fällt mir gerade ein. Naja, es ist nicht tragisch, dass ich das Geld, dass ich jetzt so viel Geld. Ich habe jetzt ein bisschen Geld eingenommen, klar. Aber ich werde mir nochmal einen Innenverteidiger kaufen, das ist klar. Weil vor allen Dingen jetzt der nächste noch gehen wird. 109 Millionen. Gut, dann holen wir Lukas Klostermann zurück. Dann werde ich das Ding jetzt in die Transfer, mit Paris in die Verhandlungen gehen. Ja, dann müssen wir es leider Alternativen wählen. Dann müssen wir leider Alternativen aufbauen.
Die Frage ist, wen holen wir? Ich gehe mal kurz in die Liga. Ich gehe mal nach Italien rüber. Wo haben wir sie denn überhaupt? Serie A, wo müsste sie sein? Was? Südamerikaner, CSL, Superliga. Sehe ich gerade nicht. Bundesliga, bitte in die Serie A-Team da. Gucken wir mal bei Milan rein. Ich brauche nämlich definitiv nochmal einen neuen Innenverteidiger. Ramos wird wahrscheinlich seine Karriere beendet haben, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich brauche einen Kopfballstarken Innenverteidiger. Just a look. So viel Geld, das habe ich nicht. Neapel, gucken. Rechtsverteidiger spielen, ne? Ja, ich brauche einen guten kopfballstarken Innenverteidiger. Ja, wo ich weiß. Inter vielleicht noch gucken. Mit den für die Orban, ich meine, der ist 31, aber das wäre einer, der zumindest was machen kann. Gehen wir mal rein in die Transferverhandlung mit Inter. Das wird auch der. Danach machen wir die Deadline. Transfersumme anbieten. Wird wahrscheinlich nicht passieren, dass der so wenig kosten wird. Okay, das hat sich schon erledigt. Da muss ich was anderes machen. Von Real. Freigabe so. Ja, dann holen wir den. Alles gut. Ich krieg den wahrscheinlich eh günstiger. Das ist er nicht. Kauf delegieren. Ich krieg den wahrscheinlich weniger für weniger. 35. Anfang 37, maximal Angebot 48. Richtig eingekauft. Kunja Löwen und Amazon verfügbar verkaufen. Die Getafe möchte die Bougel abkaufen. Da muss ich leider auch rein. Liste der eigenen Angebote, ne. Mal gucken.
hoffe, dass ich den noch kriege, den Mann. Ah, Silvedi kommt. So. Gut, verfahren wir kurz eben, dass wir den mit Silvedi dann. Aber hole ich den. Weil ich brauche einen Innenverteidiger, 1,89 Meter groß, dann habe ich zumindest die Bella Kotschop zu Version Lücke zu. Akzeptiere. Freibegabe, so möchte ich. So. Gut, dann nochmal den Deal zu. Herzlich willkommen, Carla, Nico, Willi. So, dann haben wir den ersten. So, Savic. Ja, so sieht der, möchte ich dann von Savic kaufen. Die Folge geht schon ewig lange. Boah, der hat auch so eine mega Ausstiegsklausel mit 300 Millionen. Geld nämlich gucke ich, dass ich denn in der gucke ich, ob ich freie Spieler kriege. Ich gucke, was jetzt so passieren kann in der letzten Minute. Boston bleibt da. Savic bleibt auch da. Sehr gut. Damit hat sich Bomber keine Neuzugänge verpflichten. So, letzte Frist für Transfers ist abgelaufen. Das ist mir herzlich wurscht. Wir haben einen neuen Mann bekommen. Wir haben Nico Elvedi verpflichtet als Bella Kotschap-Ersatz. Wenn jetzt gerade das Spiel wieder nicht hängt. Oh Gott, jetzt auf jetzt. Ja, ich weiß, diese Folge ist ewig lange her jetzt. Wenn sie dann hin. Aha. Gut. Der nächste Gegner heißt dann, glaube ich, meines Wissens der VfB Stuttgart und das sehen wir uns dann in der nächsten Folge an. We'll be right back.